Kahn adelt Neuer nach Finale. Mit seiner starken Leistung im Champions-League-Endspiel gegen Paris Saint-Germain war Manuel Neuer einer der Sieggaranten für den FC Bayern. Torwartlegende Oliver Kahn schwärmte nach dem Spiel in höchsten Tönen vom Bayern-Keeper. Wir in Deutschland hatten immer ganz große Torhüter, aber er ist sicherlich einer der ganz, ganz Großen, sagte der Bayern-Vorstand bei Sky. Auf die Frage, ob Neuer vielleicht der beste deutsche Torhüter jemals sei, ging Kahn sogar noch einen Schritt weiter. Wenn man schaut, was er alles gewonnen hat, er ist Weltmeister geworden, hat zweimal die Champions League gewonnen und der Mannschaft dabei immer geholfen. Ja, kann man also sagen, so Kahn. Neymar mit Twitter-Fauxpas. Nach der Niederlage mit Paris Saint-Germain im Champions-League-Finale hat Neymar auf Twitter dem falschen deutschen Club gratuliert. Der Brasilianer schrieb dort: Verlieren ist Teil des Sports, wir haben alles versucht, wir haben bis zum Ende gekämpft. Danke für euren Support und eure Hingabe an jeden Einzelnen von euch. Zum Schluss wollte er dann noch den Siegern gratulieren und Glückwunsch an Bayer. Der Fehler sorgte für Heiterkeit auf dem sozialen Netzwerk und der spanische Account von Bayer Leverkusen antwortete: Ich weiß nicht, warum du uns gratulierst, aber danke. Bisher hat sich der brasilianische Nationalspieler noch nicht zu seinem Fehler geäußert. Friedrich tritt gegen Klinsmann nach. Sportdirektor Arne Friedrich blickt mit gemischten Gefühlen auf die Zeit von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC zurück. Es hat anscheinend nicht gepasst und es wurden sicher auch Fehler gemacht, sagte Friedrich im Kicker. Klinsmann habe mit seinem Abgang einen Riesenfehler gemacht. Den Verein so im Stich zu lassen und ihm den Rücken zuzukehren, das macht man nicht und das weiß er. Allerdings habe der frühere Bundestrainer auch Gutes in Berlin bewirkt. Er hat hier etwas bewegt, er hat alles auf den Prüfstand gestellt und wollte viele Dinge in kurzer Zeit anschieben. Der Ansatz war richtig, aber das Ende war natürlich schlecht, so Friedrich.